Wir schauen uns heute mal wieder ganz eigenartige Dinge im Internet an. Ich habe mir dafür diesmal einen Maxi eingeladen, Hallo. Weil ich dachte, ich will nicht alleine gequält werden. Und so ist es witziger. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das Apple 6. Endlich. Das Donut? In extra lecker. Apple. Apple. Hey. Apple. Ach so, das von Apple. Oh mein Gott. 6. Oh mein Gott. Das sind sechs Äpfel. Hey. Oh, Mann, das ist das erste Video. I'm sorry. Die sind zu confusing für mich. Ich pack das confusing. Nicht. Ja. Schau mal, immer wenn du denkst so, die Videogame-Logic gibt es nicht im Real Life. Hier hast du sie. Das erinnert mich so richtig an Hitman irgendwie. Ich weiß nicht warum. Du bist erstmal da an die Leiter und dann rund hinspringen. Ja. Hä, und wenn du dann Assassin's Creed spielst, dann hast du versagt, weil du dann irgendwie rechts, links springst. Ah, Klassiker, kennt man und dann fällt man runter oder so. Was ist das? Hä, aber ist das echt? Natürlich, deswegen, das siehst du doch. Ja, wegen Wind, weißt du, fängt dann an zu gehen. Isaac Newton demonstriert, dass rausgehen schwul ist. Das ist genau wie ein Regenbogen ist auch schwul. Hä? Ja. Wer es nicht so denkt. Oh mein Gott, ein Giraffen. Gott. Ein Giraffe, Mann. Der will. Er fährt einfach. Das ist echt. Ja, ich dachte, das ist nicht photoshopped oder so, sieht man doch. Nein, das ist ein echtes Video. Das ist schon. Man muss kommt auch die Giraffe? Wieso ist die da? Heutzutage muss man echt aufpassen, falls ihr irgendwie mit dem Fahrrad oder so auch unterwegs seid. Denkt dran, es kann immer eine Giraffe kommen, die euer Fahrrad klaut oder so, ne? Hashtag normal life. Ja. Was passiert da? Ist das Chuck Norris? Ist dir aufgefallen? Yo! Einfach kurz die Hände getauscht. Die Hände wurden von schwarz zu weiß, ich kann nicht mehr. Das ist so gut. Ich hoffe, das ist einfach echt und kein Edit. Das wäre so gut. Alter. Was macht ein Superman da? Superman X Modado, ey. Oh, ja, true, X Modado. Nein. Ich hab das nicht gesehen, gerade. Modado. Mordada hat sich einfach Superman geklärt. Ja. Das K-Pop-Stars von damals? Okay. Die Besonderen. Vorsicht, sonst wirst du gecancelt, ja, wenn die von damals sind. Aber hast recht. Die haben immer gut Luft auf der Kopfhaut. Ja, man muss auch aufpassen, dass sie sich abheben. Ne, das ist wie so Flüge von so einem Drachen oder Drachen. Von so einem Vogel. Von einem Drachen, klar, so ein Drachen, der fliegt immer weg. Oh, das ist cool aber gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Ja, das ist cool. Das ist 500 IQ, so schauen Kabel gut aus. Ja. Das nur nicht ganz nicht jeder findet natürlich Animes und so schön, ne? Also, ja, dann mach dir einen echten Menschen. Kerl hin. Oder Frau. Oder eine echte Frau. Oder da alles dazwischen, dahinter, davor. Ihr wisst schon, was wir meinen. Also alles ja, davor, dahinter. So, ihr wisst, einmal alles meinen. Bitte durch. Einmal alles durch, ich will jetzt nicht alles aufzählen. Das ist halt... Zu viel, okay. Das ist so richtiges krank, was manche Pockface. Mit ihrem Mund machen können. Emote im Real. Das ist halt einfach Nono von Teletubbies, der sonst nicht ein. Komm her. Oder weißt du, an was mich das erinnert? Kennst du, wenn du so ein Aquarium hattest und dann diese Seesternfische, die so ihre Glas Schnauze dran einfach. Gedrückt haben? Das könnte jedes das Tier war, ja. sein, ja. SpongeBob, wenn er zu lange unter Wasser ist, ohne sauber gemacht zu werden. Ich krieg Albträume, glaube ich, nach dem Ding hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich weiß nicht. Aber das sieht ein bisschen... Also ich schaut guck mal, gut die Form, aus. Die Form von diesen Dingern... Es sind Pilze. Es sind Pilze. Aber die Form von den Pilzen, die kann man auch... Es sind Pilze. Alter, Fortnite, John Wick Skin. Schau dir das mal an in der Bahn. Du musst erstmal so ein scheiß Bildschirm da mitnehmen. Ich hab das gemacht? Das ist aber voll gut. Also, du hast auf jeden Fall deinen Spaß. Ich weiß nur nicht, ob der ein bisschen zu groß ist dafür. Nein, wieso? Die Katze... Einfach komplett durchgestretcht, alle Wirbel gebrochen, einfach durchgeknackt. Wieso, das ist eine Katze? Die hat ja genug Leben. Stimmt, die wurde ganz kurz zu Kaugummi gemacht. Ey, man kennt das halt, aber wie viele Versionen es davon gibt. Okay, ich habe gefragt, warum, und die einzige Antwort war Beweglichkeit oder Mobilität. Ist das ein Wort, Mobilität? Ich glaube ja, schon. Ja, bestimmt, aber ich weiß nicht genau, was... Also PC auf dem Hocker. Ich frag mich eher, wie der drauf gemacht wurde. Aber kriegst du überall hin. Aber was ist der Mehrwert davon? Dass du einen PC auf dem Hocker hast. Ja, aber wozu braucht man einen PC auf dem Hocker? Der soll ja einfach stehen, wo er ist. Ja, wegen der Beweglichkeit. Das hat er doch oben auch gefragt. Ja, aber... Okay. Ist egal.
Ich bin schlau. Ich werde nicht schlauer, wenn ich hier bleibe. Sport. Ich hatte am Anfang echt Angst wegen dem Live-League, was da passiert. Ey. Aber ja, ich würde so einen Sport auch machen. Das ist bestimmt witzig. Also, ja. Diese Community-Notes sind so gut einfach immer von Twitter. Sag mir, wie das funktioniert. Okay, wenn du dieses Viereck da oben, das ist eigentlich ein Video, nach links schiebst, ist es auf einmal unsichtbar. Und die Antwort von den Community-Notes... Ich kann kein Englisch, keine Ahnung. Hallo. Gradient. Benutzt man nicht Gradient sogar auch auf Deutsch? Ja, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Du fragst mich Sachen. Ja, geh zurück zu Fortnite. Das nehme ich persönlich. Ja, richtig so. Ich habe ein bisschen Angst vor der AI und die Zukunft, Alter. Echt? Aber... Aber vor sowas nicht, ne? Und das ist echt. Ja, nee, das war echt, oder? Das ist echt. Das ist ein Krokodil. Wirklich echt jetzt. Der Krokodil, was halt irgendwie Tierposition hat oder so. Meinung? IQ? Also ich würde es tragen. Ja, warum nicht? Also wenn du willst, dass deine Brüste von vorne betonter aussehen, why not? Also ich würde es persönlich wirklich tragen. Das kannst du mit dem Bauch wahrscheinlich sogar andersrum. So, dass nach innen ist das halt... Hast du mir das nicht heute geschickt? Ja, deswegen, ich muss das irgendwo speichern, dass ich es als Emote machen kann. Achso, du hast bei mir einfach in den Chat eingeschickt, einfach so, damit du jetzt Emote hast. Das ist auf unserem Discord. Cool. Tja, ist wirklich... Wie kommt man auf sowas, ey? Wirklich, ich versteh's nicht. Wie kommen Leute auf solche Ideen? Das ist mir so ein Rätsel, ne? Okay, wenn du in China ausgeraubt wirst und die Polizei fragt, wie er aussieht. Oh mein Gott. Aber damals auch in hier bei RTL 2 oder sonst irgendwas, wurden die gefühlt auch immer so gezeichnet, die ganzen... Ja, natürlich. Ja, das ist immer das Überspitzte. Das ist auch in der Schule damals sogar. Ich kenne aber keinen Chinesen, der so welche Zähne hat. Das noch nicht. Das ist schon sehr brutal. Also kennst du keine Chinesen? Magst du die nicht? Also wenn er nicht so ausschaut, dann ist er wohl nicht echt. Ja, nein, so sieht er nicht aus. Nicht ganz. Er hat keinen Hut auf. Nicht ganz. Er hat keinen Hut auf. Ach so. Oh. Ich find's so schön, weil man denkt halt wirklich, das ist echt kurz. Du kannst es durch die Low Quality nicht erkennen, dass das nicht echt ist. Alter, das ist voll geil. Gala, wie gut ist die Idee? Ich finde die gut, aber die Pizza wird doch kalt. Ja, aber nur in der Mitte. Hast eine warme Ecke und oben den Rand. Ja, okay, der erste Biss ist warm und der Rand, den man eigentlich auch kalt essen kann, der ist dann halt auch kalt. Aber du hast immer deine Pizza dabei. Wichtig für jede Convention. Ja, du hast recht. Weiße Leute, die im Haus chillen. Und dann schwarze Leute im Haus. I don't know why, but I am offended. First off, that's hella ignorant and stereotypical. I've just seen this on TikTok and I had to get up because I kind of feel offended. Hey, was soll dieses... Ich verstehe dieses Fakt nicht. Das ist der Feueralarm, wo die Batterie leer ist. Es ist einfach... First off, that's hella ignorant and richtig dumm. Das ist so kacke, ich check's nicht ganz eigentlich mehr. Das Gefühl, ich bin dumm. Dass du das so feiern kannst. Dein Humor ist wirklich außergewöhnlich. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Warum auch immer man seinen Schwamm einfach... Warum schneidet man seinen Schwamm? Hä? Warum springst du denn mal raus? Der hat keinen Bock. Schau mal, da sind so viele Tote. Da sind echt viele Tote. Das war schon wer, aber nicht. Aber wo ist die Physik dahinter? Ich verstehe die nicht. Ja, Schwämme. Das ist zu viele Spongebob. Ich frag, was die Physik dahinter ist und sag Schwämme. Nein, no shit, Sherlock. Ich sehe auch, dass es Schwämme sind. Das Spiel musst du Gnu schicken. Die spielt das. Oh mein Gott, okay. Gab es vielleicht auch nicht. Ja, die spielt das. Ich. Wenn du vergisst, das Ei actually zu umzurühren im Brot, kommt sowas raus. Aber... Auch witzig irgendwie, dass sein ganzes Ei so richtig gut überstanden hat, ne?
Also es wird halt nur gebuggt. Also ja. Wirklich viel passieren kann da ja nicht. Hater würden sagen, das ist fake. Ja, das sah auch wieder echt aus, wie mit der Giraffe am Anfang des Videos. Das ist halt ja, einfach ne? echt. Er ist auf 0 km/h, glaube ich, gefahren, ne? Also. Doch, er fährt. Ja. Aber er fährt mit 0 km/h. Ja. Aber er ist halt langsam. Ja, oh mein Gott. Gurkenpizza mit der Spezialsoße. Das sind die sauren Gurken, ne? Ja. Ah, weiß ich ja nicht. Hallo, das oder Ananaspizza? So ein Unterschied ist da jetzt nicht mehr. Was für ein Unterschied ist da nicht? Das ist ein Riesenunterschied. Ananas auf Pizza ist geil, okay? Ja, hast du das schon probiert? Nein, aber ich mag auch saure Gurken nicht, deswegen finde ich es nicht lecker. Lecker. Oh, Mann. Wenn die eine Idee oder irgendwas einfach raus muss, wenn nicht, passiert sowas. Deswegen lass das nicht im Kopf drin. Mhm. Was Fufu sagt, mhm. Wäre das nicht ein Hemd für dich? Nee. Es würde mir mehr PTSD geben als alles andere. Also ich würde durchdrehen. Mhm. Ein Knopf falsch und du darfst alles neu machen. Okay. Steckdosen. Was würdest du machen? Oder? Natürlich, du rechnest, glaube ich, damit nicht. Man sieht aber schnell, dass es eigentlich flach ist und nicht 3D ist. Hier aber kommt drauf an, wie es gemacht wurde. Ja, true. Aber schon gut. Amerika. Ah. Der wird gerade länger, ne? Was sind das für Untertitel? Aber gebt mal einen Daumen nach oben da. Ein extra Like. Ja, lasst ein Like da auf jeden Fall auf dem Video. Einen Daumen nach oben. Wirklich, müsst ihr jetzt da lassen, dafür, dass ihr den Daumen auch gesehen habt. Okay, wenn du auf Klo gehst, welche Stellung ist deine? Ich bin eigentlich normal und hat meine Hände nicht da unten. Wenn du alles hinten explodiert, so rausschießt. Aber du musst ja überlegen, was für eine Position der wirklich war. Das ist schon gar nicht mal so einfach. Ja, deswegen. Also das war die Explosionsstellung einfach. Ja, danach ist er abgehoben oder so. Die normalsten Rocket Racing Player. Ganz ehrlich, würde das so sein, würde ich sogar spielen. Das müsste richtig witzig sein. Digga, ist er einfach nur krank gut, oder? Definitiv, also das ist 100% echt im Spiel so. Siehst du ja, das ist ein Bild, das wurde von Pixar persönlich getweetet. Das ist oben, ja, das ist oben, wie das Bild war, halt im Film, und unten, wie es animiert war. Oh mein Gott. Finde ich halt ultra schön. Das ist wirklich wunderschön. Ist halt alles, was du nicht siehst, ist egal. Ist halt ehrlich so, das, was man eher in dem Film nicht sieht, ist ja egal. Hey, hattest du einen kleinen Unfall im Auto? Ja, Druck war halt zu hoch. Hast was Gutes gesehen, ne? Mhm. Manchmal kann man sich nicht zurückhalten. Deswegen immer Farbe zumachen, sonst passiert sowas. Ich bin mir auch sehr sicher, Fufu, dass die Person die Farbe nicht offen stehen gelassen hat. Nee, aber wahrscheinlich nur nicht richtig gut gestapelt. Paar Deckel sind nämlich zu. Ja, ist nach vorne geflogen. Hä? Da zerfällt gleich was in Staub. Ist halt ehrlich so. Einmal anfassen, puff. Fake oder schon echt? So das antik einfach. Ich hab echt die besten Sachen, die ich manchmal finde. Ich hab wirklich komplett funny or die, Fufu. Funny or die. Ja, seid ihr gestorben oder findet ihr es witzig? Ich find's witzig. Zum Todlachen. Okay, was ist da? Oh, es war so klar. Irgendwas von Hallo. Ey, aber wenn der Hund das macht, der kriegt bestimmt guten Stundenlohn oder so. Kriegt seine Leckerlis. Und der kriegt's ja irgendwie hin. Weil, schau dir den Rasen an. Also ich bin bei solchen Videos wirklich hart am Überlegen, ob es fake oder echt ist. Ich kann das nicht mehr langsam unterscheiden. Ich kann das echt langsam Keine nicht Sorge, mehr unterscheiden. Keine Sorge, das wird nur noch schlimmer mit der AI. Oh mein Gott, ich schwöre, ich kann gar nichts mehr davon glauben. Ich kenne das echt nicht. Maudado schon wieder. Maudado heute Special Rolle im Video. Die Gastrolle. Wirklich. Ganz ehrlich, in Deutschland würde jemand schon ausgestiegen sein und hätte die Schnecke weggeworfen. Ja, ein paar Mal ins Gesicht gehauen und dann weggeworfen. Pregnant. Ich war in Finnland. Die Tage. Ja.
Bist du auch schwanger geworden? Nee, ich bin nicht schwanger geworden. Also ich habe dich getestet, kann sein, dass ich schwanger bin, hä? Oha, Maxi, ganz viele kleine Dinos. Oh, Hanna. Aber ich finde der erste Kommentar. Glückwunsch, du bist Finnland. Mhm. Wenn du deine Socken nicht mehr selbst anfassen willst, weil die so eklig sind. Das ist so, egal, ich will da brauch gar nicht mehr. Alter, das ist eine Pizza in der Pizza. In der Pizzaschachtel, die aus Pizza besteht. Ja. So viel Pizza. Ich glaub, ist das obere jetzt eine Calzone oder eine Pizza? Ich glaube, das wird es in der Calzone, wenn er seine Hände wegmacht, dann ist Calzone. Kannst du mal. Calzone? Keine Calzone. Calzone? Pizza. Mhm. Calzone? Pizza. Katze im Rollstuhl. 100% echt. Das wird echt sein. Ja, das muss echt sein. Der Körper schaut auch ganz normal aus. Kannst du mal einen Katzenkörper? Ich sehe auch den Schwanz, wie er da irgendwo wedelt. Bestimmt nervt mich. Menschen haben eigenartige Hobbys. Ja, was ist denn dein Weltrekord? Ja, ich habe Bunsenbrenner aufgegessen. Ausgeblasen. Meinst du, er hat sich schon mal verbrannt? Nee. Nee. Überhaupt nicht. Das ist auch ein professioneller Kerl. YouTube, der verletzt sich dabei nicht. Nee, macht er auch nicht. Sonst würde er es ja nicht mit so vielen machen. Feuer. Er macht das Feuer kaputt. Das Feuer ist verletzt. Antike oder alte Kulturen wussten, dass die Erde flach ist. Mit check ich noch nicht ganz, aber danach checke ich schon ein bisschen deren... Ja, die Erde ist flach, weil sonst würde das Wasser ja nach unten fließen, wegen der Gravitation. Also würde es vom Planeten runterfließen. Aber Gravitation, es gibt halt einen Kern, und es ist halt drumherum eigentlich. Also, nee. Hast recht eigentlich. Danke. Ja. Die hatten auch recht. Es gibt zu viele davon. Es war sehr laut gerade. Keine Sorge. Hast du Hunger? Ich hab grad actually wirklich Hunger, ja. Hier. Ess dein Brot genau so. Nein, es ist gleich weg. Was ist das für ein Teller? Oh mein Gott, weg Teller. Tschüss. Ich würde die Hand legit haben wollen. Wofür? Für meine Katze. Ach so, okay. Siehst du doch hier, wie die eingesetzt wird. Die ist schon sehr creepy. Es ist eine Hand, hallo? Hast du Angst vor deinen eigenen Händen? Ja. Ah, okay. Alter, Slotmaschine auf dem Klo, oder was? Für Klopapier. Alter, und stell dir vor, du hast einfach kein Glück und kommt einfach nichts Neues. Schnell, noch ein Euro, hast du noch eine? Ich brauche noch mehr. Wir brauchen drei, mal die sieben, dann klappt es erst. Oh. Der Arme. Also, selbst schuld. Das Heavy ist aber... Boah, der ist tot. Ich meine, der ist nicht tot, den geht's gut. Den geht's gut, YouTube. Professioneller Schwimmer. Und Stuntman. Richtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video.